Für euch gibt es heute mein Monatsrückblicksvideo vom August mit meinen gelesenen Büchern und den ganzen Neuzugängen, die ich so habe. Nach dem Intro geht's los. Ich kann euch leider nicht alle meine Bücher, die ich im August gelesen habe, heute auch zeigen, weil ganz viele liegen davon auch bei meinen Eltern und ein paar waren auch E-Books, die ich auf meinem Kindle gelesen habe. Aber die, die ich da habe, die werde ich euch natürlich einmal kurz zeigen. Und ich fange direkt an mit dem ersten. Das war der erste Band von House of Night, gezeichnet. Wer meine Rezension gelesen hat, der weiß, dass ich das Buch gar nicht so schlecht fand, obwohl ich irgendwie erwartet hatte, dass ich es ganz furchtbar finden würde. Es war irgendwie mal was anderes. Und ja, falls man nicht unbedingt auf eine Vampirgeschichte, sondern eher auf was Magisches Wert legt, kann ich das Buch nur empfehlen. Das nächste, was ich gelesen habe, war von Benedikt Wells Spinner. Da habe ich damals Becks letzter Sommer gelesen, das ist jetzt schon ein bisschen her und das Buch hat mir unheimlich gut gefallen. Deshalb wollte ich jetzt auch mal seine anderen lesen und Spinner war dann leider ein bisschen eine Enttäuschung. Ich fand, das Buch war vom Aufbau her eigentlich genauso wie Becks letzter Sommer, da konnte ich überhaupt keinen Unterschied zu erkennen. Es gibt halt diesen abgewrackten Protagonisten, der einen etwas merkwürdigen besten Freund hat und dann komische Sachen erlebt. Ich weiß nicht, das war, fand ich enttäuschend. Da würde ich allen eigentlich eher empfehlen, Becks letzter Sommer zu lesen. Das nächste Buch war Grave Mercy von, wie heißt die gute Frau? Robin Lafevers. Und das hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Es ist ein historischer Roman mit leichten Fantasy-Elementen. Und es geht um eine junge Frau, die in einem Kloster zu einer Auftragsmörderin ausgebildet wird. Sie soll dann an den Hof in der Bretagne und Verräter der Herzogin ausfindig machen und ausschalten. Das Interessante ist dabei, verliebt sie sich, obwohl sie es eigentlich gar nicht will und ist fortan ein bisschen im Zwiespalt, ob sie ihrem Auftrag nachgehen soll, da einfach ein bisschen am Hof rumzumeucheln oder ob sie ihrem Herzen folgen soll. Und als Liebesgeschichte und als historischer Roman hat mich das Buch absolut überzeugt. Fantasy, fand ich, spielte eigentlich keine große Rolle. Deswegen, wer ein Fantasy-Buch lesen möchte, der wird hier vielleicht dann ein bisschen enttäuscht sein. Für historische Fans und von Fans von Liebesgeschichten ist das Buch aber wirklich toll. Weiter geht es mit dem finalen Band der Wolves of Mercy Falls Reihe von Maggie Stiefvater, In deinen Augen. Und ich bin ein riesengroßer Fan der Reihe, ich habe alle drei Bücher verschlungen, muss ich sagen. Den dritten Band fand ich auch wieder sehr gut, wenn auch nicht überragend. Ich glaube, der erste und der zweite sind eigentlich eher meine Lieblingsbände. Der dritte war dann so ein bisschen, das Finale wurde immer hinausgezögert, künstlich verlängert, das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Aber auch hier ist die Sprache von Maggie Stiefvater, die sie verwendet, wunderschön, sehr poetisch, sehr zart und leise. Und das hat mir an den Büchern immer besonders gut gefallen. Dass man hier keine actionreiche Geschichte hat oder Begriffe in Umgangssprache, die einem an den Kopf geschleudert werden, damit muss man sich abfinden. Und es ist eigentlich sehr schön, dass es hier mal ein bisschen anders ist. Also wer die Reihe noch nicht gelesen hat, dem kann ich die wärmstens ans Herz legen. Es ist die schönste Liebes-Werwolfs-Geschichte, die ich kenne. Und wer die ersten beiden Bände schon gelesen hat, der sollte auf jeden Fall auch den dritten schnell lesen. Denn es lohnt sich. Dann ging es weiter wieder mit einer Fortsetzung und zwar Das verbotene Eden, der zweite Teil, Gwen und Logan. Oder Logan und Gwen heißt es, glaube ich. Genau, Logan und Gwen. Und der erste Band von Thomas T. Meyers, Das verbotene Eden, hieß ja David und Juna, wo es um einen Mönch ging und eine junge Kriegerin, die sich ineinander verliebt haben. Und das in einer Zeit, wo Männer und Frauen in übelster Feindschaft leben und sich bis aufs Blut bekriegen, was durch einen Virus ausgelöst wurde. Gwen, um die es in diesem Buch jetzt geht, war die Lebensgefährtin von Juna und sie hadert noch immer so ein bisschen damit, dass Juna sie einfach verlassen hat, um mit einem Mann durchzubrennen. Und wie es aber so kommt, stößt Gwen selber auf einen Mann, und zwar auf Logan. Ich möchte nicht zu viel verraten, es entwickelt sich ganz interessant, es macht Spaß, der Geschichte zu folgen. Und es war nicht ganz so gut wie der erste Band, weil irgendwie das Element der Überraschung fehlte. Es war nicht mehr unbedingt was ganz Neues. Aber es ist trotzdem schön zu lesen mit viel Wortwitz und kann ich nur empfehlen für Fans von Dystopien und Liebesgeschichten.
Das letzte Buch vom August war dann von mir Shades of Grey. Ich habe es gelesen und wer meine Bewertung gesehen hat, vielleicht bei Goodreads, der weiß, ich habe 3 Sterne vergeben. Das heißt, ich fand es nicht übermäßig schlecht, ich fand es aber auch wirklich nicht besonders gut. Mich hat nicht einmal der Schreibstil so gestört, den so viele bemängeln. Es war eigentlich vielmehr der Aufbau der Geschichte und der Inhalt eigentlich. Meine ausführliche Rezension dazu, beziehungsweise meine Diskussion mit euch, kommt dann diesen Sonntag. Da werde ich mir noch ein bisschen Zeit für nehmen, um das aufzunehmen und zu bearbeiten. Und das kann auch ein bisschen dauern, aber Sonntag sollte es soweit sein und dann könnt ihr euch genau anhören, was ich zu dem Buch zu sagen habe. Ja, Bücher, die ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, sind noch 3 Stück. Und zwar einmal Die 5 Leben der Daisy West. Dazu habe ich auf meinem Blog schon eine Rezension veröffentlicht. Das habe ich recht am Anfang des Monats gelesen und ich fand es wirklich gut. Dann noch God is Interrupted. Dazu habt ihr ja mein drittes Buchsündenvideo schon gesehen. Das Buch fand ich, oh Gott, das war wirklich eins der schlechtesten Bücher, was ich je gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hatte ich zum Glück auch nur auf meinem Kindle. Das habe ich für 99 Cent, glaube ich, mal gekriegt. Und deswegen ärgere ich mich da jetzt nicht so sehr drüber, dass es mir nicht gefallen hat. Ein weiteres 99 Cent Kindle-Buch war von mir The Immortal Rules. Und das ist auch mein absolutes Monatshighlight gewesen. Denn das Buch klingt erstmal, als würde es nicht gut sein können. Denn es ist eine Mischung aus Vampirroman und Zombie-Roman und hat leichte dystopische Elemente eingearbeitet. Klingt komisch, oder? Also ich habe den Inhalt gelesen und dachte erstmal so, das was werden kann. Aber ich habe mich dran gesetzt und ich muss sagen, ich habe ununterbrochen an den Nägeln gekaut. Es ist wirklich spannend. Zwischendurch gibt es mal Phasen, wo ein bisschen weniger passiert im Buch. Aber die meiste Zeit über ist man einfach total fasziniert davon, von diesem unglaublich schnellen und actionreichen Schreibstil, den Julie Kagawa dort an den Tag legt. Und das Buch ist eben sehr düster, sehr gewalttätig für ein Jugendbuch und wie gesagt sehr spannend. Ich kann es empfehlen für alle, die mal etwas Gruseligeres lesen wollen. Die Rezension gibt es ansonsten auch auf meinem Blog. Und für alle Bücher, die ich diesen Monat schon rezensiert habe auf meinem Blog, werde ich noch einen Link hier unten in die Infobox setzen. Dann könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen, wie ich die Bücher im Einzelnen fand. Ansonsten komme ich gleich schon zu meinen Neuanschaffungen. Ich war letzten Sonntag auf einem Buchtrödelmarkt in meiner Heimatstadt. Und ich werde gleich mal so eine kurze Sequenz einspielen, die total verwackelt ist, aber nur damit ihr mal seht, da war unheimlich viel los und es sind ganz viele Stände mit Büchern da gewesen. Und ich habe richtig zugeschlagen, ich habe mir 8 neue Bücher gekauft und ich freue mich schon auf jedes einzelne davon. Eins habe ich sogar schon geschafft zu lesen. Ja, vielleicht erkennt ihr schon ein paar der Bücher. Das sind nicht unbedingt die allerneuesten, aber ich habe sie alle noch nicht gelesen und hatte schon immer die ganze Zeit das Gefühl, ich muss die unbedingt lesen, weil ich so viele gute Rezensionen dazu schon mitbekommen habe. Und deswegen, ich stelle sie euch mal nacheinander vor. Als erstes von Gail Forman, Wenn ich bleibe. Das Buch hat mich 3 € gekostet von Weltbild. Das war somit eins der teuersten, die ich gekauft habe an dem Tag. Und ich muss sagen, ich finde das Cover ja irgendwie so unglaublich kitschig. Weil ich habe die Geschichte dann, das ist das Buch, was ich schon gelesen habe, durchgehabt. Und als ich dann fertig war, dachte ich, das Buch ist wirklich nicht kitschig. Das ist ziemlich traurig, es ist am Anfang ziemlich erschreckend. Und es ist auch schön, aber es ist alles andere als kitschig. Deswegen finde ich so ein lilanes Cover mit so Blümchenherz drauf, weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat. Naja. Egal, das Buch war gut. Die nächste Neuanschaffung ist die Bücherdiebin von Markus Zusak. Davon habe ich auch schon sehr viel Gutes gehört. Mir haben jetzt schon einige gesagt, dass das Buch extrem traurig und erschreckend sein soll. Da bin ich also mal gespannt, ob ich da überhaupt im Moment Lust zu habe. Vielleicht spare ich mir das noch ein bisschen auf, bis ich mal wieder in der Stimmung dafür bin. Aber ich glaube, man sollte es gelesen haben und deswegen habe ich es mir einfach mal mitgenommen. Und noch ein Buch von Markus Zusak, der Joker. Davon habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts gehört, aber ich habe den Inhalt hinten gelesen und fand, es klang ganz gut, deswegen habe ich auch das nochmal für 1 € mitgenommen. Dann ein praktisch Klassiker, Krabat von Ottfried Preußler. Das Buch
Kenne ich auch noch nicht. Den Film habe ich gesehen, fand ihn eigentlich nicht ganz so gut, aber von der Thematik her interessant. Deswegen wollte ich dem Buch auch noch mal eine Chance geben. Außerdem Flames and Roses von Kirsten White. Man kann schon sehen, ist noch der Preis drauf. Es hat nur 3 Euro gekostet und das hat mich unglaublich gefreut, weil guckt euch das an, das Buch sieht aus wie neu. Und das war ein Stand, der hatte ganz viele solche Jugendbücher, Hardcover, praktisch neu für 3 Euro und da habe ich sowas von zugeschlagen. Kann man mir doch wohl auch nicht verübeln, oder? Ich mache gleich mal mit dem nächsten Buch weiter, weil ich habe ja hier so einen riesen Stapel. Und ich will ja nicht eine halbe Stunde lang ein Video drehen. Das tue ich euch nicht an. Das nächste Buch wäre Godspeed. Und auch das habe ich wieder an diesem Jugendbuchstand für 3 Euro bekommen. Da haben jetzt schon ganz viele geschrieben, Sarah, lies das unbedingt als nächstes. Und wisst ihr was, vielleicht mache ich das auch. Aber ich würde auch gerne nochmal von euch wissen, von den Büchern, die ich jetzt hier habe, welches ihr meint, welches ich als nächstes lesen sollte. Vielleicht kennt ihr die ja und habt einen besonders guten Tipp für mich. Außerdem noch Blood Magic von Tessa Gratton. Das ist ja wohl eine Geschichte über Zauberei. Eine Hexe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich muss gestehen, ich habe da irgendwie so einen kleinen Fimmel für so magische Bücher. Ich habe schon als Kind immer ganz viele Filme geguckt, wo es um Hexen ging. Das setzte sich schon in meiner Jugend fort und auch Bücher habe ich da ganz viele gelesen. Ich glaube, gibt es die überhaupt noch? Magic Circle oder so? Das war eine ganze Reihe von so 3 Freundinnen, die irgendwie zaubern konnten. Ja, und deshalb musste ich auch das nochmal mitnehmen. Das letzte wäre dann noch Firelight von Sophie Jordan. Der erste Teil, nämlich Brennender Kuss. Ich weiß, mittlerweile ist schon der zweite Teil raus. Und vielleicht ist es ja deshalb ganz gut, wenn ich jetzt erst mit dem ersten anfange, dann kann ich wenigstens sofort weiterlesen. Obwohl ich muss sagen, bei dem Buch bin ich ein bisschen skeptisch, weil es geht ja wohl um Leute, die sich in Drachen verwandeln können. Und irgendwie kann ich mir da gar nicht richtig vorstellen, wie ich mich in dieses Thema einfinden kann, weil mit Werwölfen, Werpanthern, frag mich nicht, habe ich mich ja schon abgefunden, aber Werdrachen, das finde ich doch ein bisschen skurril. Und ich bin mal sehr gespannt, ob mir das Buch wirklich gefallen wird. So viel also zu meinem Monat August mit den Neuzugängen und was ich gelesen habe. Ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, das bleibt jetzt auch ein bisschen so, obwohl ab Montag für mich die Uni wieder losgeht. Dann werde ich wieder von morgens bis abends im Labor stehen und ich glaube, dann komme ich nicht mehr ganz so viel zum Lesen und zum Einkaufen von Büchern. Aber ich werde mal sehen, wie es wird. Ansonsten wollte ich noch mal fragen, gibt es eigentlich von euch hier Leute aus der Nähe von Düsseldorf oder Köln, die so im näheren Umkreis wohnen? Man könnte sich doch mal treffen und zusammen ein Video drehen. Das wäre doch vielleicht eine ganz witzige Sache. Und ja, abschließend vielleicht noch, ich werde an diesem Wochenende eine Schreibwerkstatt besuchen in meiner Heimatstadt mit einem Autor, von dem ich gerade vergessen habe, wie er heißt. Wenn ihr möchtet, kann ich darüber mal berichten. Ansonsten seht ihr ja Sonntag von mir schon das neue Video mit der Diskussion zu Shades of Grey. Das heißt, ich lasse euch mal bis morgen Mittagszeit noch eure Kommentare in meinem letzten Vlog dazu zu hinterlassen. Die könnte ich noch einbauen in das Video. Danach werde ich dann das Video drehen und habe leider nicht mehr die Möglichkeit zu berücksichtigen, was ihr dazu schreibt. Ihr könnt natürlich trotzdem gerne eure Kommentare hinterlassen oder ihr wartet einfach bis Sonntag zum neuen Video. Wir sehen uns und macht's gut!